Hallöchen und seid gegrüßt, ich bin Flo von Flo und Flo und heute, ihr seht es schon, Yugi und Kaiba Collectors Box. Ich habe damals mir da ziemlich viele von gekauft, eine halbe Wagenladung. Genau, die sollten eigentlich so ein bisschen reifen und ich hatte mal wieder Bock, die auszupacken so, und deswegen werden wir dieses Pack jetzt auspacken. Wenn es dann zu dem Stream kommt, wenn wir dann gemeinsam mal Sachen auspacken, werde ich auch diese zwei wunderschönen Decks nochmal verlosen. Das hatte ich ja auch schon mal gemacht, weil die stapeln sich auch bei mir inzwischen. Genau, da sind auch die Ultimate Rare Karten mit drin und eventuell auch die Promokarten, davon habe ich auch sehr, sehr viele. Und wir werden jetzt direkt mal ans Eingemachte gehen und dieses Päckchen öffnen. So, dann schauen wir mal. Das waren nämlich auch die, die sehr, sehr dämlich angeklickt waren. Genau, wir haben einmal hier diese Pappschachtel, diese Pappversion davon. Und das genau sind hier die beiden Decks. Da gibt es jeweils den weißen Drachen und den dunklen Magier in Ultimate Rare. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Stellen wir mal hier beiseite. Dann haben wir hier einmal die Promokarten, die auch wunderschön dämlich festgeklebt sind. Ich muss mal ganz kurz eine Schere holen. Hoppla. So, da bin ich wieder. Da haben wir auch einmal eine Schere. Das schneiden wir jetzt einmal grob aus. Das werde ich nachher auch nochmal ablösen. Es ist halt nur doof mit dem Kleber. Das ist auch, habe ich ja, wenn ihr meine anderen Videos hier von denen gesehen habt, habe ich ja auch mich schon mal drüber beschwert. Deswegen werde ich da jetzt auch nochmal näher drauf eingehen. Schneiden wir das einfach beiseite und gucken wir mal, ob ich den dunklen Paladin ziehen kann, beziehungsweise den ultimativen Drachen. Magiermädchen ist natürlich auch gerne gesehen. Ja, was gibt es denn sonst noch für Karten? Der weiße Drache ist natürlich auch da. Dunkler Magier, die sind allerdings, glaube ich, nur in Super Rare. Die gibt es nicht in Ultra Rare. Genau, den legen wir mal beiseite. Da ist der weiße Drache und der dunkle Magier mit drin. Genau, und die Packs sind natürlich jetzt die Schwierigkeit, diese abzulösen, ohne dass die Karten darin beschädigt werden. Deswegen muss ich mal gucken. Ganz, ganz schwierig. So, machen wir mal einen ganz, ganz kurzen Cut. Ich bin gleich wieder da und dann packen wir die Packs einmal schön aus. So, da bin ich wieder. Ich glaube, schöner wird das Ganze jetzt auch nicht mehr werden. Wir fangen einmal mit Kaiba an, da ich auf den Paladin am schärfsten bin. Ich habe auch so viele Varianten schon vom ultimativen Drachen. Und hier, das ist das Schöne, hier sind sogar noch 5 Karten pro Booster Pack. Die könnte man abwiegen, um einfach zu gucken, wo sind die Ultimate Rares drin, wo sind die Ultra Rares. Weil das war noch die alte Seltenheitsverteilung, wo du garantiert nur eine Rare hattest. Super Rare war nicht garantiert pro Pack. Wir haben einmal die Drachenrufflöte, den Herrn der Drachen, Fusion und den Boss Plünderer. Und oha, Zuflucht der Unterweltler, direkt eine Super Rare gezogen. Ist es geil. Das ist doch schon mal ein perfekter Anfang. Und wie gesagt, ich freue mich da auch wirklich bei den alten Packs über die Rare-Karten, denn diese waren auch sehr, sehr selten und die Seltenheitsverteilung ist ja gleich geblieben. Gut, gehen wir weiter. Ich fühle mal kurz, in welchem Pack der Busterblader ist. Der Quatsch, Busterblader, sag ich schon. Hier wird er drin sein, der dunkle Paladin. Blöde ist nur, dass wir das Pack nicht gut aufkriegen. Deswegen machen wir das einmal ganz vorsichtig hier oben auf. Und genau, dann schauen wir einfach mal, was hier so drin ist, falls wir es rauskriegen. Das ist ja dann auch immer die Schwierigkeit. Wir nehmen das mal an, dann können wir das nämlich einmal aufreißen. So, verräterische Schwerter einmal hier. Dann haben wir Ritter des Buben, gelber Apparat, gefolgt von Buster Klingenkämpfer. Und da nur noch 2 Karten da sind, ist die letzte Karte auch eine Rare-Karte. Das sind die Karten der Heiligkeit. So, packen wir die mal hier hin, dass man das auch sehen kann. Weiter geht es mit einem Pack von dem guten Kaiba. Mal gucken, dass jetzt hier keine Karte ist, die ich kaputt schneiden kann.
Genau, ganz, ganz vorsichtig. Das ist auch immer sehr, sehr unangenehm, wenn ich da am Rumschnippeln bin. Man will ja keine gute Karte zerstören. Okay. Das ist der wütende Kampfochse. Dann haben wir den Herrn der Drachen, den magischen Reflektor, den wütenden Kampfochse nochmal und dann haben wir eine Rare-Karte und das ist Drache aus einer anderen Dimension. Weiter geht's mit Yugi. Für Yugi haben wir einmal das Lichtschwert, die Katapult-Schildkröte, den roten Apparat, die magischen Hüte und dahinter haben wir Zauberer der dunklen Magie in Rare. Sehr cool. Jetzt würde ich mich natürlich noch über eine Ultra Rare beziehungsweise natürlich auch über eine Ultimate Rare freuen. Okay, gut, dieses Pack können wir hier ganz entspannt öffnen. Der wütende Kampfochse, Sagi, dunkler Clown, interdimensionaler Materietransporter, der mystische Djinn, somit haben wir eine Rare und das ist der Seepferdkaiser. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Pack, hoffentlich eine Ultimate Rare, eine Ultra Rare oder eine Super Rare wäre auch in Ordnung. Nur keine normale Rare bitte. Ritter des Königs, ich brauche jetzt nämlich ein Erfolgserlebnis. Schwarzes Glanzritual, Ritter der Königin. Ja, das war's dann. Wellenbewegungsdiffusion und Wiedergeburt. Sehr cool. Eine meiner Lieblingskarten, wie ihr wisst. Jetzt auch nochmal ein Rare. Ist jetzt nichts Besonderes. Also das Pack war eher enttäuschend, wenn ich mir überlege. Ich habe hier den Krug der Gier, glaube ich, war das. Den habe ich in Ultimate Rare gezogen. Dann habe ich hier auch noch den Weißen Drachen, das Magiermädchen. Dann auch der beste Pool. Ich hatte ja schon mal den dunklen Paladin. Den hätte ich halt gerne nochmal. Aber abgesehen davon, zwei Rare-Karten da, ist eigentlich in Ordnung. Ist jetzt nicht überragend, gab es auch schon mal bessere. Aber das ist in Ordnung, da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Mini-Unboxing gefallen. Wie gesagt, ich mache momentan ein paar Videos, um so ein bisschen nochmal aufmerksam zu machen auf den Stream, der bald kommen wird, wo ich dann im Grunde jede Woche einmal, statt ganz normal ein Unboxing zu machen, das Unboxing streamen werde, so dass ich mit euch interagieren kann, dass ihr auch auf die Karten eingehen könnt. Man kann eventuell auch Tauschgeschäfte machen. Ich mache kleine Verlosungen, wie zum Beispiel die Packs, die werde ich dann wahrscheinlich raushauen, so dass wir einfach ein bisschen mehr Interaktion haben, dass das Ganze auch ein bisschen mehr Spaß macht. Ich hoffe, ihr schaltet dann auf jeden Fall mit ein. Und ja, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn das noch nicht geschehen ist. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne Daumen auch nach unten. Schreibt aber mir gerne in die Kommentare, warum es euch nicht gefallen hat, damit ich mich eventuell verbessern kann. Und ja, bis dahin wünsche ich euch einen entspannten Tag. Macht es gut!